Nichts. Ich habe schon gedacht, du kommst nicht. Wir schaffen es gerade noch. Hol den Apparat heraus. Es ist nur eine kurze Nachricht. Ich chiffriere sie schnell. Also nichts Aufregendes? Nein. Noch eine Ladung Pechblende. 40 Waggons. Nach Norden? Aha. Geht über Belgien. Agent P19. Er hatte nicht mehr Zeit zu unterschreiben. Pechblende aus der Tschechoslowakei. Pechblende aus Spanien. 250 Waggons allein im letzten Monat. Und der englische Geheimdienst meldet, dass die ganze norwegische Monazitproduktion beschlagnahmt wurde. Wir haben leider nicht genügend Leute, die aus diesen Meldungen irgendwelche Schlüsse ziehen können. Pechblende und Monazit. Ich verreise bis morgen Abend. Ich muss mit jemandem sprechen, der davon was versteht. Wer ist da? Ein alter Universitätskollege. Ja, Clemens. Alter Junge, wie geht's dir? Zum Präsidenten kommt man leichter als zu dir. Man hat mich durch 10 Gänge und 3 Keller geführt, bis ich hierher kam. Versteckst du vielleicht was von mir? Nein. Aber was versteckst du von mir? Ich denke, du bist bei der Armee. Damit du etwas Respekt bekommst, ich bin Oberst. Und warum in Zivil? Ich bin in der OSS. Mir unbekannt. Das freut mich. Wir wollen nämlich gar keine Propaganda. Es ist das Büro für Spionageabwehr. In Washington nennt man uns die Männer mit der Nebelkappe. Klingt sehr romantisch. Ja, sehr. Wir haben ein großes Arbeitsgebiet. Überwachungsdienst, Spionageabwehr und Aufklärungsdienst hinter der feindlichen Linie. Warum erzählst du mir das dann alles, wenn es so geheim ist? Was gibt es Neues in der Atomforschung, Alvin? Ach so. Mir kannst du es ruhig erzählen. Nun, das ist auch geheim, Clemens. Arbeit für die Regierung. Ich weiß. Du arbeitest an dem Manhattan-Plan. Darum bin ich hier. Sagt dir das irgendwas? Aus Pechblende gewinnt man Uran. Aus Monazit Thorium.
Wir arbeiten nicht mehr mit Thorium. 235 hat eine interessantere Atomzusammensetzung. Hat vielleicht der Gegner etwas über das Thorium herausgefunden, was wir nicht wissen? Die anderen? Das glaube ich nicht. Aber solche Quantitäten gehen nicht ins Laboratorium. Die sind für größere Projekte bestimmt. Glaubst du, dass sie auch an der Atombombe arbeiten? Das fragen wir uns alle. Die Wissenschaftler dazu haben sie. Die wissen genauso viel über Atomspaltung wie wir. Also, Alvin, dann arbeiten Sie an der Atombombe. Clemens, zum ersten Mal tut es mir leid, dass ich Wissenschaftler bin. So, warum? Sieh mal. In ein paar Jahren sind wir vielleicht soweit, die Atomzusammensetzung dieses Apfels zu bestimmen. Wenn wir das können, dann wird er eine Bombe. Die Energie in diesem kleinen Apfel könnte diese Universität vernichten. Die ganze Stadt. Mit ihren Krankenhäusern, ihren Bibliotheken, ihren wunderbaren Schulen, von der Bevölkerung ganz zu schweigen. Aber wir werden nie imstande sein, einen kleinen Apfel zu schaffen. Wir sind unserer Zeit voraus. Die Welt von heute ist noch nicht reif für Atomenergie. Ich habe große Angst. Zum ersten Mal arbeiten Tausende von Wissenschaftlern in der ganzen Welt daran, um was zu machen? Eine Bombe. Und wer war vor dem Krieg bereit, für die Wissenschaft Geld zu geben, um die Tuberkulose zu bekämpfen? Und wann werden wir endlich die Mittel haben, um den Krebs zu vernichten? Wir könnten es in einem Jahr schaffen. Aber du musst doch als Wissenschaftler den Ehrgeiz haben, dass wir die Ersten auf dem Gebiet der Atomforschung sind. Darüber besteht kein Zweifel. Alvin, wir brauchen Spezialisten. Wir müssen wissen, wie weit man drüben schon gekommen ist. Unsere Agenten sind keine Fachleute. Für sie sind das alles böhmische Dörfer. Sie wissen nicht, wonach sie suchen müssen. Es gibt keine Anhaltspunkte, ich weiß. Es ist Neuland. Aber es geht um unsere Zukunft. Wir brauchen Wissenschaftler in unserer Abteilung. Aber Clemens, was wird mit meiner Arbeit? Die musst du leider vorläufig zurückstellen. Das hier ist wichtiger. Du bist ledig, sprich Sprachen. Aber du musst dich freiwillig melden. Es gab mal eine Zeit, da war mein Traum, ein Detektiv zu werden. Aber als ich 12 war, habe ich es aufgegeben. Gut, mein Junge. Du bist jetzt ein Spion. Ich habe 2 Flugkarten für uns beide nach Washington. Lässt du mir nicht mal Zeit, hier das Notwendigste zu erledigen? Unter normalen Bedingungen hätte ich dir ein paar Wochen Zeit gelassen, aber ich möchte, dass du dir das ansiehst. Weißt du, wer das ist? Frau Dr. Loder, eine von den ganz Großen. Ihr Bild hing über meinem Schreibtisch. Wir haben bis zum Kriegsausbruch miteinander korrespondiert. Ich nehme an, dass sie heute im Mittelpunkt der europäischen Atomforschung steht. Sie ist in der Schweiz. Seit wann? Seit ungefähr 6 Wochen. Sie ging über die Grenze, allein. Sie liegt in Zürich mit einer Lungenentzündung. Sie hat sich an unseren Konsul gewandt und gebeten, sie mit einem unserer Wissenschaftler in Verbindung zu bringen. Du weißt nicht, wie glücklich mich das macht. Du, wenn ich mit ihr spreche, kann sie mir erzählen? Du, das ist ja ein toller Zufall. Gib dir deine Freude für das Wiedersehen auf und geh nach Hause und pack deinen Koffer. Dann kannst du sie in ein paar Tagen sehen. Gemacht. Sehr geehrt, ich habe ein wunderschönes Telefon. Helmut, have a rich monsieur. Thank you.
Herr Wilson hat das Zimmer 306. Ich hoffe, Sie werden sich in unserem Hause wohlfühlen. Ich bin überzeugt davon. Dankeschön. Bitte sehr. Danke sehr. Sprechen wollen, ist im städtischen Krankenhaus. Zimmer 186. Sie liegt dort unter dem Namen Hegedy. Ein Herr möchte Sie sprechen, Madame. Bitte. Bitte kommen Sie rein. Nicht zu lange, Mr. Wilson. Wie ist Ihr richtiger Name, Mr. Wilson? Alvin Jesper. Ich kenne Ihre Arbeit. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Sie wissen nicht, wie viel ich Ihnen verdanke. Mir? Ach, wenn die Welt erst weiß, was Sie geleistet haben. Dann wird allen klar werden, dass Sie nicht nur eine hervorragende Physikerin, sondern auch eine großartige Frau sind. Vielleicht. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Was werden die Leute denken? Was werden Sie denken, wenn ich wieder nach Ungarn zurückgehe? Zurück? Oh. Deswegen sind Sie doch nicht über die Grenze gegangen und haben sich an uns gewandt? Nein. Aber verstehen Sie, ich dachte, ich bin hier in Sicherheit. Ich bin's nicht. Man hat mich hier gefunden. Gestern habe ich einen Brief bekommen mit dem Poststempel Zürich. Ich soll nach Italien gehen, um dort zu arbeiten. Ich habe eine neue Theorie mit Polder entwickelt. Giovanni Polder? Ja. Wenn ich nicht zurückgehe, wird man meinen Mann und meinen Sohn verhaften. Die Ungarn arbeiten also an Atomwaffen. Die Italiener auch? Sie arbeiten zusammen. Was würde passieren, wenn Sie zurückgehen und Ihre Arbeit Erfolg hat? Und was passiert, wenn ich hier bleibe? Ich kann nicht. Ich kann nicht weiterleben, wenn ich weiß, dass meine Familie für mich leidet. Ich gehe zurück. Ich nehme Gift. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Nehmen Sie an, Sie beginnen Ihre Arbeit mit Professor Polder. Aber Sie stoßen dabei auf Schwierigkeiten. Hindernisse. Sie verstehen? Ja. Das ist möglich. Das ist möglich. Und wenn Sie die Kraft dazu haben, könnten Sie uns sogar helfen durch Informationen. Könnten wir uns denn verständigen? Ja, ich denke schon. Das werde ich besprechen. Es wird eine Möglichkeit gefunden werden. Und... Glauben Sie mir, ich werde die Kraft dazu haben. Aber es muss schnell gehen.
Ich habe Aufschub bis Sonntag. Und bevor ich abreise, müssen wir uns sprechen. Auch die kleinste Information kann mir nützlich sein. Sie wissen gar nicht, mit welchen Schwierigkeiten die Beschaffung der Rohmaterialien verbunden ist. Jede Transportverzögerung bedeutet einen Verlust von Monaten. Aber was wird, wenn es uns nicht gelingen sollte? Keine Sorge. Es muss gelingen. Ich werde... Madame, Sie müssen sich für die Röntgenaufnahme fertig machen. Ach, das habe ich vergessen. Ich bin leider noch sehr schwach. Ich soll geröntgt werden. Ich warte gern. Nein. Kommen Sie morgen früh wieder, dann fühle ich mich kräftiger. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin bereit, Schwester. Heute Nacht werde ich schlafen. Ein herrliches Gefühl zu wissen, dass man schlafen kann. Bitte sehr. Hat jemand für mich angerufen? Nein, Mr. Wilson. Ich erwarte einen Anruf. Lassen Sie ihn bitte in die Bar legen. Gern, Mr. Wilson. Oh. Verzeihung. Peggy, was ist mit dir los? Es tut mir furchtbar leid. Sie läuft immer anderen Leuten vor die Füße. Das haben Hunde so an sich. Guten Tag. Martini. Bitte sehr. Viel Gin, bitte. Schatten, Sie müssen Amerikaner sein. Ihr Anzug, ein Martini mit viel Gin, Sie sind bestimmt Amerikaner. Und außerdem sind Sie neu in dem Hotel. Sind vielleicht gerade von drüben gekommen, ne? Prosit. Sagen Sie, verzeih. Sagen Sie, mein Freund, wie denkt man über den Krieg? Sie können ruhig mit mir sprechen. Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Worauf es ankommt, ist die amerikanische Industrie. Wenn die Stahlproduktion zum Beispiel auf 95 Millionen Tonnen gesteigert werden kann, dann werden wir gewinnen. So, nun erzählen Sie mal, wie sieht es drüben bei Ihnen aus? Hm? Verzeihung. Entschuldigen Sie. Stört es Sie sehr, wenn ich mich zu Ihnen setze? Ah, ich verstehe. Unser neugieriger Freund hat Sie ausgefragt. Das macht er mit jedem neuen Gast. Danke. Mein Name ist Andrew Wills. Ich heiße Endos. Oh, das ist ein guter amerikanischer Name. Ja, stimmt. Wissen Sie, unser Freund da drüben ist nicht sehr gefährlich. Aber er geht einem auf die Nerven. Gehen Sie ihm lieber aus dem Weg. Mr. Wilson. Sie haben recht. Sie werden am Telefon verlangt, Mr. Wilson. Danke. Oh, darf ich? Natürlich. Hier spricht Wilson. Hören Sie genau zu. Und sagen Sie nichts am Telefon, was nicht unbedingt nötig ist. Ja? Sie müssen einen Fehler gemacht haben. Sie sind in eine Falle gelaufen. Was macht er? Die Kleine, mit der Sie da sitzen, ist eine der geschicktesten Agentinnen der anderen Seite. Trinken Sie Ihren Schnaps aus, aber nicht zu schnell. Und dann gehen Sie. Warten Sie auf mich in Ihrem Zimmer. Was unangenehm? Nichts Wichtiges. Wir sind in der Klemme. Man weiß über Sie Bescheid. Irgendwie müssen Sie einen Anhaltspunkt gegeben haben. Sie haben einen Fehler gemacht. Ich habe genau meine Instruktionen befolgt. Wie konnte man dann Frau Loder entführen? Was sagen Sie da? Ich habe sie heute Morgen gesehen. In der Zwischenzeit ist sie aus dem Krankenhaus verschwunden. Sie ist nicht rausspaziert. Sie ist entführt worden. Ich wusste, dass etwas im Gange war, als ich sie in Gesellschaft von Ann Dawson sah. Was haben Sie gemacht, seitdem Sie auf dem Flughafen ankamen? Sagen Sie mir jeden Schritt. An der Schranke stand ein Fotograf.
Er schien mir nicht wie ein richtiger Fotograf auszusehen. Darum ließ ich mich nicht fotografieren. Da haben wir es. Das war Ihr Fehler. Wir haben uns absichtlich von Frau Loder ferngehalten. Als Sie sich nicht fotografieren ließen, machten Sie sich verdächtig. Darum ist man Ihnen nachgegangen. Daher wissen Sie, dass Sie Frau Loder besucht haben. Und darum haben Sie Ihnen die Dosen angehängt. Und ich dachte, ich war besonders klug. Schon gut. Wie konnten Sie das wissen? Sie sind neu in diesem Geschäft. Darum hat man Sie entführt. Wir können was dagegen unternehmen. Lassen Sie sich die Zimmernummer von der Dawson geben. Ich habe eine Idee. Lassen Sie inzwischen die Bekanntschaft mit dieser netten Dame nicht einschlafen. Hey, wollen Sie mir bitte die Zimmernummer von Mrs. Dawson geben? Danke, nein, ich will Sie nicht sprechen. 221. 221. Haben Sie ein Streichholz? Jawohl, bitte sehr, mein Herr. Aber nein, das ist nicht nötig. Ich hebe Sie schon auf. Danke. Guten Abend. Sie sind wirklich pünktlich. Kommen Sie. Danke sehr. Wollen Sie sich nicht setzen? Auf dem Tisch steht der Sherry. Bedienen Sie sich. Danke sehr. Ich hole nur meinen Mantel. Ach, Sie brauchen keinen Mantel. Wir gehen heute Abend nicht aus. Wirklich? Ich habe hier etwas, was ich Ihnen gern vorlesen möchte. Oh. Haben Sie mir vielleicht ein Gedicht gemacht? Das stimmt fast. Hier ist die Abschrift eines Gedichtes, das heute beim italienischen Konsulat abgegeben wird. Es ist auf einem Bankbriefbogen geschrieben und lautet, sehr geehrte Herren, ich bin nur ein kleiner Beamter dieser Bank, aber ein guter Italiener. Ich halte es für meine Pflicht, Sie auf eine gewisse Anne Dawson aufmerksam zu machen, die vor wenigen Tagen die Summe von $5,000 bei uns deponierte. Ach, das ist lächerlich. Warten Sie. Und in ihrer Begleitung befand sich ein Amerikaner, den ich vorher nie gesehen habe. Er zahlte den Betrag ein. Unterschrift, ein wachsamer Freund. Aber ich... Ach, da ist noch ein Nachsatz. Mrs. Dawson und der Amerikaner schienen auf sehr vertrautem Fuß zu stehen. Aber ich verstehe nicht, was soll das alles bedeuten? Und warum sollte ich das italienische Konsulat interessieren? Ich lebe in der Schweiz meines Mannes wegen. Er war in der Air Force. Er ist abgeschossen und hier interniert worden. Ich bin Amerikanerin. Nach Ihrem Pass, ja. Sie sind in Amerika geboren, dort aufgewachsen. Aber 1935 traten Sie einem italienischen politischen Geheimbund bei unter dem Namen Gilda Vincetti. 1937 wurden Sie in New York wegen Organisierung von faschistischen Streikbewegungen verhaftet. 1939 arbeiteten Sie in Rom für die italienische Geheimpolizei. Und seit 1940 arbeiten Sie in der Schweiz. Ja, Sie sind Amerikanerin, aber es wird mir übel dabei, dass ich das zugeben muss. Sie gemeiner Lügner! Glauben Sie, jemand ist so naiv, eine solch dumme Verleumdung zu glauben? Ich glaube schon. Das werden wir gleich wissen. Es ist jetzt 7.28 Uhr. In 2 Minuten werde ich angerufen. Wenn Sie mir bis dahin nicht erzählt haben, was ich wissen will, wird der Brief abgegeben. Man wird es für einen Witz halten. Ich glaube eher, man wird eine Untersuchung veranlassen. Eine Frau, die so aussieht wie Sie, war heute mit mir auf der Bank.
Ihre Unterschrift ist identisch mit Ihrer. Sehen Sie? Nicht alle Agenten arbeiten aus Patriotismus. Sie wissen, was die Leute sagen. Spion bleibt Spion. Sie können auch auf beiden Seiten arbeiten. Die wissen, dass ich Sie nicht verraten würde. Die wissen, wie zuverlässig ich bin. Bis ein amerikanischer Agent Sie für sich gewonnen hat, Ihnen Geld angeboten hat und gleichzeitig den kleinen Funken von Vaterlandsliebe, der tief in Ihnen schlummert, wieder entfacht. Sollte man später erfahren, warum Sie erschossen worden sind, wird man Sie noch als Helden feiern. Sie sollen mir nur sagen, wo Katharina Loder versteckt ist. Sagen Sie mir das und wir vernichten den Brief. Glauben Sie mir, ich weiß nicht, wo sie ist. Schickt ihn ab. Warten Sie. Augenblick. Sie ist im Hotel zum Edelweiß. Oben im Gebirge. In der Nähe von Dorf Moorhart. Es ist jetzt geschlossen. Was ist los? Alles in Ordnung. Eine Wache ist in der Bibliothek und schläft, die andere ist oben und schläft. Die Schwester schläft, das Zimmer von Frau Loda ist dunkel. Vorwärts, Erich. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Postieren Sie die anderen Leute. Was wäre das?
Auf der ganzen Welt gibt es wahrscheinlich nicht 10 Menschen, die sich mit ihr messen können. Einmal hat sie ein ganzes mathematisches System erfunden, um ein Problem zu lösen. Und ihr Werk war noch lange nicht beendet. Ihre Schweizer Reise war also umsonst? Nein. Sagten Sie nein? Sie hat zusammengearbeitet mit einem Italiener, Giovanni Polda. Führende Atomwissenschaftler gehören alle einer internationalen Familie an. Ich habe mit Polda vor dem Krieg korrespondiert. Er war sehr freundschaftlich. Woher wissen Sie, ob er jetzt auch noch so ist? Das weiß ich nicht. Aber die nächste Etappe ist Italien. Sekunden. Hier scheint Ihre italienischen Freunde sind pünktlich, Leutnant. Fein. Wir können gehen. Gut. Danke, Captain. Alles Gute. Steigen Sie ein. Siete in ritardo. Che successe? Te lo dire dopo. Andiamo. Den Wagen habt ihr euch wohl direkt von Mussolini geliehen. Ungefähr so. Der Fahrer arbeitet tagsüber für ihn und nachts für uns. Darf man rauchen? Natürlich. Danke. Danke. Das ist Gina. Gina, das hier ist Dr. Nauheim, Universitätsprofessor aus Wien. Bei uns heißt er Eddie. Guten Tag, Eddie. Guten Tag. Hey, da kommt einer. Otto, komm!
Dokumenti, Dokumenti. Zigaretten. Su, su, presto che piove, presto, presto. Eccoli qui. Sta bene, andate. Schieb doch mal ein bisschen, schieb doch! Aiuto io. Organisier dir mal einen neuen Motor, den kriegst du doch nicht mehr in Gang. Aber io ne ho visti più di uno rimanere in panna. Vai su e metti morto. Grazie. Un'altra volta. Dagli tutte le informazioni che ha su Polda. Conosce Polda? Leider spreche ich nicht Italienisch. Nicht ein klein wenig. Ah, ich kenne einen Vers von Dante. Was haben Sie uns diesmal hergeschickt? Sie sehen nicht mal wie ein Wiener Professor aus. Ach, keine Sorgen. Das bekommen wir schon hin, wenn es soweit ist. Weiß Polda schon, dass er kommt? Wir wollen ihn überraschen. Das ist Wahnsinn. Das ist eine sehr wichtige Mission, Gina. Glaub mir, wir dürfen keinen Fehler machen. Wir müssen seine Unterredung mit Polda bewerkstelligen und ihn dann wieder sicher herausbringen. Gut. Also Polda kommt aus dem Laboratorium zum Mittagessen nach Hause. Danach schläft er eine Stunde, dann arbeitet er bei sich zu Hause. Empfängt er Nachmittagsbesucher? Ich beobachte das Haus und bekomme Berichte seit 10 Tagen. In der Zeit waren nur 3 Besucher dort. Und? Wer ist im Haus? Eine Wirtschafterin, eine alte Frau, nett, dumm, ein Koch, ein guter Koch, aus Florenz. Und 4 Geheimpolizisten, Ovra-Leute. 2 am Tage, 2 in der Nacht. Und ihr Chef, ein gewisser Luigi. Und es ist kein Irrtum möglich? Der Koch hat's bestätigt, als ich ihn eines Abends betrunken gemacht habe. Dr. Romoli hat's bestätigt, Polders Zahnarzt. Er ist auf unserer Seite. Und ich habe alles selbst überprüft. Ja, schon gut, ich glaub's. Da sehen Sie, was eine erstklassige Agentin fertigbringt. Du machst das sehr gut. Wenn der Krieg vorbei ist, musst du zur Polizei gehen. Ich kann das nicht leiden, wenn du so sprichst. Ich habe noch Spaß gemacht. Ich mag deine Späße nicht. Entschuldige. Was weißt du über diesen Ovra-Mann Luigi? Ein gescheiter Bursche, gut geschult. Das beruhigt mich. Wie werde ich dorthin kommen? Alles ist vorbereitet, um bis zum Haus zu kommen. Aber hereinzukommen... Ich bin Dr. Nauheim, Universitätsprofessor aus Wien. Ich habe mit Herrn Professor Polda zu sprechen. Da questa parte. Dr. Nauheim, Universitätsprofessor aus Wien.
Ich muss dringend mit Herrn Professor Polda konferieren. Passaporto? Ich spreche nur Deutsch. Den Pass bitte. Die Cesare. Luigi, il dottore Nauheim di Vienna non parla italiano. Dr. Nauheim? Ich habe mit Herrn Professor Polda zu konferieren. Hier sind meine Ausweispapiere. Universität in Wien. Danke, Herr Doktor. Va bene. Bitte folgen Sie mir, Herr Doktor. Bitte nehmen Sie Platz. Der Herr Professor wird gleich hier sein. Danke. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Bitte nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun, Dr. Nauheim? Ich bin nicht Dr. Nauheim. Ich bin ein amerikanischer Physiker. Mein Name ist... Es interessiert mich nicht, wie Sie heißen. Sie sind Amerikaner. Professor Polda, hören Sie... Ich will nichts hören! Sie sind wahnsinnig, hierher zu kommen. Wie können Sie es wagen, mich in solche Gefahr zu bringen? Vor ein paar Jahren schrieben Sie mir einen Brief. Am Schluss schrieben Sie, nur die freie Wissenschaft, die der Menschheit dient, ist wirkliche Wissenschaft. Wer sind Sie? Alwin Jesper. Hey, Chef! Astronauten. Mi scusi, volevo solo dei fiammiferi. Grazie. Danke. Gut. Ich kann einen Freund nicht verraten. Aber Sie müssen wahnsinnig sein, hierher zu kommen. Wir haben nichts zu besprechen. Nichts. Gehen Sie bitte. Professor, Sie arbeiten an der Atomspaltung. Seien Sie vernünftig, gehen Sie. Sie arbeiten für den Krieg. Das weiß ich. Aber ich kann nicht glauben, dass Sie es aus freiem Willen tun. Aus freiem Willen oder nicht, was spielt das für eine Rolle? Sie haben kein Recht, herzukommen, um mich in Gefahr zu bringen. Ich habe das Recht. Katharina Loder hat mir das Recht dazu gegeben. Haben Sie Katharina gesehen? Ich sprach mit ihr, kurz bevor man sie getötet hat. Katharina ist tot. Katharina ist tot. Ermordet. Sie starb, weil sie nicht wollte, dass man ihre Wissenschaft missbraucht. Aber Sie wollen das zulassen. Also was wollen Sie? Dass Sie mich auch ermorden? Nein. Ich will nur eine Auskunft. Und ich will mein Leben. Ist das der Giovanni Polda, der aus der Königlichen Akademie ausschied, um Mussolini nicht die Hand reichen zu müssen? Gut. Ich bin ein Schwächling geworden. Verachten Sie mich. Ich kümmere mich nicht um die Leute. Ich kümmere mich um mich. Nur um mich. Sie lügen. So kann der große Polda nicht sprechen. Wovor fürchten Sie sich? Was hält Sie unter diesem Zwang? Zwang? Oh, keinen Zwang. Ich bin frei wie ein Vogel. Aber Sie haben...
Sie haben den einzigen Menschen, an dem ich hänge. Meine Tochter Maria. Sie haben sie. Meine lieben Landsleute. Ich habe sein Bild hier, damit die anderen über meine wahre Meinung getäuscht werden. Seitdem die Welt besteht, hat niemand so gehasst wie ich. Dann bekämpfen Sie sie doch. Sie haben meine Tochter. Sie darf mir jede Woche eine Postkarte schicken. Und ich muss für sie arbeiten. Einmal in der Woche weine ich. An den anderen Abenden trinke ich. Jetzt drohen Sie mir, dass ich überhaupt keine Post mehr bekomme. Ich habe etwas gesagt, was Ihnen nicht gefallen hat. Eine ganze Kleinigkeit. Ich konnte nicht mehr. Wissen Sie nicht, dass man Sie auch hier wegbringen kann? Die Italiener sind zurückgedrängt worden. Glauben Sie etwa, Sie können dann hier bleiben? Nein, Sie würden mich nicht hier lassen. Nicht, bevor ich meine Versuche beendet habe. Und trotzdem wollen Sie für Sie arbeiten? Sie haben Maria. Ihretwegen würde ich für jeden arbeiten. Nehmen Sie einmal an, Sie wäre in einem anderen Land in Sicherheit. Was? Das ist möglich. Wo ist sie? Es ist ihr gestattet, unter Bewachung in einem Hotel in Perugia zu wohnen. Im Hotel Excelsior. Ach, wenn sie nach England könnte. Amerika. Schicken Sie mir einen Brief, den sie von dort geschrieben hat, und ich werde Ihnen... Wir können noch mehr tun als das. Wir können sie auch rausbringen. Sie... Machen Sie sich über einen alten, kranken Mann lustig? Nein. Es wird gefährlich für meine Tochter sein, nicht wahr? Es wird so gemacht, dass nichts passieren kann. Haben Sie Vertrauen? Vertrauen? Nein, nein. Ich bin zu lange belogen worden. Ich traue niemand mehr. Aber ich werde mit Ihnen ein Geschäft machen. Wenn Sie mir helfen, helfe ich Ihnen. Halten Sie mich nicht für dumm. Bis dahin sage ich Ihnen nichts. Sind das Ihre Bedingungen, Herr Professor? Ja. Tun Sie es. Und vielleicht werde ich dann wieder der alte Polder. Eine freie Wissenschaft, die der Menschheit dient. Ist die wirkliche Wissenschaft. So. Jetzt werde ich Sie lieber an meinen Wachhunden vorbeibringen. Dr. Nauheim, bitte grüßen Sie alle Kollegen von der Universität. Ja, gern. Ich werde Ihnen alle Unterlagen so schnell wie möglich, vielleicht sogar schon nächste Woche, zusenden. Gut. Es war mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Auf Wiedersehen, Dr. Nauheim. Giuseppe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es wird ziemlich schwierig sein, Polders Tochter herauszubekommen. Wie fangen wir es am besten an? Das machen wir beide. Sie bleiben versteckt. Ich könnte vielleicht... Sie können uns ganz schön in des Teufels Küche bringen, weiter nichts. Wie lange, glauben Sie, kann man in Italien rumwandern, ohne der Polizei in die Arme zu laufen? Denken Sie, die werden in Wien nicht ihretwegen nachfragen? Nein, mein Freund. Sie halten sich raus oder die Sache wird abgeblasen. Gut. Wo kann ich bleiben? Hast du falsche Lebensmittelkarten? Ja. Dann ist hier der beste Platz. Lassen Sie sich draußen nicht sehen und warten Sie ab. Sobald wir Polders Tochter haben, falls wir sie bekommen, lasse ich eine Anzeige in der Zeitung erscheinen, die den Heldentod bekannt gibt von Leutnant Rinaldo Amadi. Amadi? Hm?
A-M-A-D-I. Amadi. Wenn sie erscheint, geht ihr zu Romoli, Polders Zahnarzt. Der Professor wird euch dort erwarten. Im Norden sind geheime Flugplätze. Ein Flugzeug wird dort auf uns warten. Kennst du die kleine Schenke bei Punaros? Ja. Dort bringt ihr Polder hin. Wie lange wird das voraussichtlich dauern? Das ist schwer zu sagen. Ungefähr eine Woche. Und wenn Sie Maria nicht bekommen? Und wenn Ihnen etwas zustoßen sollte? Das Risiko müssen wir eingehen. Dann müssen Sie alleine weitersehen. Hier ist Ihre Jacke, Eddie. Danke. Grazie. Die ist so gut wie neu. Masoli, andiamo. Viel Glück. Gina, bitte sieh erst draußen nach. Alles in Ordnung. Gina, psst. Arrivederci. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Also, machen Sie sich's gemütlich. Danke. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich Ihnen zur Last fallen muss. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Hören Sie bitte auf, mich anzusehen. Es ist nett, Sie anzusehen. Es ist genau wie in einer Opernszene. Der Chor geht, das junge Paar bleibt allein zurück. Schnell, der junge Mann muss ein paar Komplimente machen. Das erwartet man von ihm. Nur, dass wir keine Musikbegleitung haben und Sie sind kein Tenor. Gut, wie Sie wollen. Aber urteilen Sie nicht über mich, bevor Sie mich kennen. Müssen wir uns das die ganze Nacht anhören? Warum fragen Sie nicht die Katze? Warum gleich so böse? Oh, sie hat Hunger. Wenn die Menschen hungrig sind, sind es die Katzen natürlich auch. Haben Sie nicht ein bisschen Milch für Sie? Milch? Ach, ich entsinne mich. Kommt von den Kühen, nicht? Ist gut für Babys. Trotzdem, ich vertrage es nicht, dass sie schreit. Vielleicht ein Stück Brot. Ihr Amerikaner liebt Katzen, hm? Aber jetzt sind sie in Europa. Katzen haben ja ein schweres Leben. Die hat Glück gehabt. Aber vielleicht morgen schon, schwupp, ist sie in irgendeinem Kochtopf. Es muss schön sein, in einem Land zu leben, wo nicht nur die Katzen, sondern auch Kinder zu essen haben. Bitte drehen Sie sich einen Augenblick um. Wie konnte sich ein Mädel wie Sie an so ein Leben gewöhnen? Glauben Sie, jemand kann sich daran gewöhnen? Ich finde Sie wunderbar, Gina. Ich habe noch nie ein Mädel mit so viel Mut kennengelernt. Mut? Sie wollen ein Mann sein und verstehen so wenig. Sie verstehen nichts von Katzen und nichts von Menschen. Was haben Sie, Gina? Ach, gar nichts, nachdem Sie vom Mond kommen. Und wir leben hier wie Lazarus. Wir liegen im Grab und warten auf den Erlöser. Nur, dass ich nicht vom Mond komme und Menschen wie Sie nicht einfach abwarten. Sie sind zu groß für das Sofa. Sie gehen ins Bett. Mm-mm. Bei dieser Arbeit sind wir Kameraden. Nein. Gut, morgen werden Sie ein lahmes Kreuz haben, hoffentlich. Danke.
Kaffee. Danke. Über die Katze gar nicht mehr. In diesem Land wissen sogar die Katzen, dass es keinen Zweck hat zu weinen. Hier, ich hoffe, sie hat Flöhe. Entschuldige, ich habe keine Leber mit Zwiebeln, sondern nur Reste. So, nun sei schön ruhig und lass mich schlafen, sonst werfe ich dich wieder aus dem Fenster. Gute Nacht. Gute Nacht. Eddie. Ja. Ich meine nicht alles so, wie ich es sage. Ich weiß, Gina. Gute Nacht. Gute Nacht. Geweint. Oh ja, ich erinnere mich. Vielleicht hilft es, wenn Sie es mir erzählen. Sie haben sehr viel durchgemacht, nicht wahr, Gina? Heute Abend hab ich zu mir gesagt, Vielleicht wirst du mal eine Woche Ruhe haben. Zu Hause bleiben. Ein bisschen singen. Kochen. Geschirr waschen. Es gibt keine Ruhe. Nicht mal im Schlaf. Signorina, visto il mio gatto? Sì, aspetti un momento, è qui da me. Seine Katze, er will seine Katze, schnell! L'ho fatto entrare in camera perché mi agolava e non mi lasciava dormire. Perché non lo tiene giù? Ah, ecco. Grazie, signorina, grazie. Il piccolo diavolo sembra che se ne scappa via. E come? Vieni, ecco, vedi? Vedi qui, birbante che sei. Chi è questo? Il signore è mio marito. Ci siamo sposati ieri. Non parlo italiano, è tedesco. Oh, congratulazione, signore, congratulazione. Questa è una grande occasione, buona fortuna, signora. Ma suo marito è registrato con la polizia?
Oh, sì. Allora, tutto va bene, tutto va bene. Beh, adesso mi scusi, eh? Vi auguro una vita lunga con prosperità, felicità e sempre pace. Buona fortuna, signore, buona fortuna, signore. Arriva per voi. Brava, bravissima. Die Katze. Es musste die Katze sein. Es sind immer die kleinen Sachen. Das haben wir von unserem Mitleid. Eine Katze treibt uns in die Hände der Polizei. Wir können hier nicht mehr bleiben. Warum? Ist er ein Agent? Nein. Aber die Hausmeister müssen jeden Zuzug bei der Polizei melden. Ich habe ihm gesagt, Sie sind mein Mann. Warum haben Sie das gesagt? Ich kann mich bei der Polizei nicht melden. Das können wir nicht riskieren. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Vielleicht kennen Sie ein anderes Versteck. Ich überlege es mir gerade. Ohne Papiere kann ich mich nicht auf die Straße wagen. Ich weiß. Seien Sie einen Moment ruhig und lassen Sie mich überlegen. Hier müssen wir fort. Es ist nicht Ihre Schuld. Ich brauchte Ihnen nicht zu erzählen, dass Sie mein Mann sind. In unserem Beruf darf man keinen Stolz haben. Ohne Stolz wären Sie nicht Gina. Schämen Sie sich nicht Ihres Stolzes. Gestern Abend und jetzt sagen Sie mir Dinge, die mir hier drin Ruhe geben. Vielleicht wollen Sie mir nur schmeicheln. Oder vielleicht lieben Sie die Menschen? Am liebsten habe ich Katzen. Wann ist das Bild gemacht worden, Gina? Ganz kurz vorm Krieg. Vor 100 Jahren. Was gefunden? Eine Wohnung. Zwei Zimmer mit Bad für 3 Tage. Mit Bad? Wer ist dieser gute Engel? Eine Lehrerin, die ich von früher kenne. Sie ist Parteimitglied. Ich erzählte ihr, ich hätte einen Freund, der gerade auf Urlaub sei, und sie war sehr stolz auf mich. Müde, Gina? Nicht sehr. Hungrig? Nein. In einem Apfel ist viel Kraft. Was ist das? Oh, ich habe nur etwas ausgerechnet. Was ist das denn? Man nennt das die Auswertung einer Integralrechnung. Ach, das ist nicht so schwer, wie es klingt. Ich habe mir eingebildet, dass ich auf einem von diesen Pferden sitze und wollte ausrechnen, wie weit ich kommen würde, wenn ich mich nicht im Kreise drehe, sondern über Berg und Tal reite. Pferde gehen rauf und runter. Und Kinder, Musik. Waren Sie schon mal hier, Gina? Vor dem Krieg. Die Musik spielte immer zu die Giovenezza. Die Faschistenmarsch. Das verdarb mir das Vergnügen. Waren Sie hier mit einem Mann? Ja. Hatten Sie ihn gern? Er ist mit mir auf dem Bild. Er spielte Cello. Wo ist er jetzt? Irgendwo, ohne sein Cello. Vielleicht komme ich nach dem Krieg zurück. Und wir gehen hierher. Nur die Musik wird anders sein. Nach dem Krieg wird vieles anders sein. Und Sie werden nicht zurückkommen. Warum nicht? Es ist soweit, wir können gehen. Taram,
bom, skiddle-diddle-dum, bom, 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 skiddum. Gefall ich Ihnen? Bin ich noch hübsch? Nein? Ein bisschen. So finden Sie nicht. Aber alle Ovra-Leute, die ich kenne, sagen mir, dass ich hübsch bin. I know a man. He is long and tall. He moves his body like a cannonball. Was ist das? Ein amerikanisches Cowboy-Lied. Tidadam. Sehen Sie mich nicht so komisch an. Einer von den abgeschossenen Fliegern aus Neu-Arizona hat mir das beigebracht. Neu-Mexiko. Neu-Arizona. Gut. Neu-Arizona. Er hat es mir beigebracht. Das Ende habe ich nie gelernt. Nur die ersten Zeilen. Er war nett. Wie sehe ich aus? Wie auf dem Bild. Ist das Ihr Ernst? Aber natürlich. Und ich bin kein Obra-Mann. Warum sagen Sie das? Sie haben damit angefangen. Ah, Sie sind wahrscheinlich eifersüchtig, hm? Dachten Sie, ich kann nicht eifersüchtig sein? Sie wollen, dass ich tanze, hm? Tja, di, da, 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 dam, tja, di, da, 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 dam, tja, di, da, da, dam, dam, tja, di, da, 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 dam. Vielleicht bin ich eifersüchtig, Gina. Bitte werden Sie nicht zärtlich. Ich will niemand gern haben. Wenn Sie mich küssen wollen und ich will Sie küssen, dann küssen wir uns. Aber nehmen Sie es nicht ernst. In meinem Beruf küsse ich ohne Gefühl. Vorige Woche einen Ovra-Mann mit einem lächerlichen Schnurrbart. Nächste Woche einen frechen, dicken Polizisten. Gina. Gina. Warum müssen Sie sich selbst quälen? Gina. Glauben Sie, es ist gleich. Für die Untergrundbewegung zu arbeiten. Glauben Sie, es ist aufregend. Heldenhaft. Oh. Nein. Wenn man den Abschaum bekämpft, wird man mit hineingerissen. Nein. Ich weiß, wie Sie sind. Sie sind nicht viel anders als das kleine Mädchen auf dem Bild. Schauen Sie nach. Buonasera, signora. Buonasera. Per fa la carità per i bambini dell'asilo. E per gli orfani di guerra, signora. Un momento. Grazie, che Dio la benedica. Dio la benedica. Wir müssen hier fort. Das waren keine richtigen Nonnen. Woher wissen Sie das? Sie sprechen mit jemand, einem Mann, der in einem Auto gewartet hat. Wir werden beobachtet. Kommen Sie. Lassen Sie mich mal sehen. Nein, gehen Sie vom Fenster. Einen Augenblick. Mein Gefühl sagt es mir, mein sechster Sinn. Und ich bin verantwortlich für Sie. Verlassen Sie sich auf mein Gefühl. Gina, wir sollten nicht gleich die Ruhe verlieren. Wenn es die Polizei wäre, hätten Sie uns schon verhaftet. Eddie, ich weiß, etwas stimmt nicht. Ich habe mehr Erfahrung als Sie. Wir können hier nicht mehr länger bleiben. Gut, Gina. Ich verlasse mich auf Sie. Hier sind wir heute Nacht sicher. Und morgen, sobald es hell wird, müssen wir weiter.
Gut. Für ein Haus, das bewacht wurde, sind wir aber leicht rausgekommen. Ich verlasse mich auf mein Gefühl. Ich zittere. Ich zittere im ganzen Körper. Du machst dich kaputt, Gina. Jeden Tag ein bisschen mehr. Zu lange, zu viel. Zu viel Sorgen, zu viel Angst. Zu viel Schreckliches. Gina, es wird alles wieder gut werden. Keine Sorge. Ich will, dass Sie mich gern haben. Ich will, dass Sie eifersüchtig auf mich sind. Ich will, dass Sie denken, dass ich ein junges Mädel in einem weißen Kleid bin, das noch nie geküsst wurde. Rinaldo Amati. Sie haben Polters Tochter herausgeholt. Wir müssen jetzt zu Romoli gehen. Das Schwerste hätten wir hinter uns. Bevor wir nicht Polter haben, ist nichts geschafft. Wir schaffen es schon. Haben Sie Rasierzeug? Ja. Apparat. Und Klingen. Und die Seife. Danke. Gern geschehen. Eddie, in unserem Beruf lernt man viele neue Menschen kennen. Aber Sie sind so ganz anders, als ich vermutet habe. Vielleicht hätte ich Sie im Frieden nicht einmal angesehen. Hätte gedacht, alberner amerikanischer Tourist. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe den großen Amerikaner sehr gern. Damit Sie es wissen. Warum nur gern, Gina? Es ist besser, leichter. Warum? Manchmal ist es besser. Autsch! Sie müssen sich rasieren. Aber schnell! Wir müssen zu Romoli gehen. Mamma mia, 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 mamma mia
ci canta! No, si viene qui, sì. No, vieni qui. Es ist genau, als ob man einen tollwütigen Hund tötet. Nur der Hund würde mir leid tun. Er kann nichts dafür, dass er krank ist. C'è un uomo là per terra. Ma che sarà successo? Oh, Madonna Santa! Dio mio! Che è successo? È morto? Ma no, è svenuto! Ma qui bisogna chiamare la mia. Dr. Jesper. Dr. Jesper. Ja? Ich glaube, es ist besser, wenn Sie fahren. Es ist nichts Ernstliches. Nur ein wenig zu viel Aufregung für mein Alter. Ich werde wieder ganz in Ordnung sein, sobald ich Maria sehe. Gut, halten Sie hinter der Kurve an. Ja. Ich habe zum ersten Mal Ihren Namen gehört. Jesper. Gefällt mir. Pietro, zu Ihren Diensten. Pietro? Kommt nur rein, Herrschaft. Alles in Ordnung. Es ist Pietro. Guten Abend. Professor Polder, das ist Pietro. Guten Abend, Professor. Wo haben Sie denn die Uniform her? Ach, das? Mein Reiseanzug. Steht mir gut, nicht? Mhm. Darf ich bekannt machen? Punaro. Feiner Kerl. Wenn er in Uniform wäre, hätte er die ganze Brust voll Orden. Punaro, i nostri amici. Benvenuti. Si accomodino. Kommen Sie herüber. Und das ist Paolo. Buonasera, Paolo. Ben arrivati. Wo ist Massoli? Ach, der muss gleich kommen. Und Signorina Polda. Ist sie gesund? Vollkommen gesund und überglücklich, ihren Vater wiederzusehen. Große Schwierigkeiten gehabt, Pietro? Nicht der geringste Zwischenfall. Es ging alles wie am Schnürchen. Ein junges Mädel im Hotel hat uns dabei geholfen. Nettes Kind. Zuerst war sie ein bisschen schüchtern, aber ich habe ihr gut zugeredet und dann ging's. Grazie. Unsere Freunde in Perugia haben uns Ausweise gegeben, sodass wir die Eisenbahn benutzen konnten. Danke. Heute Nachmittag sind wir in der Stadt angekommen. Ich hielt es für besser, dass die anderen bei Dunkelheit herkommen. Ich bin vorgegangen, um zu sehen, ob hier alles in Ordnung ist. Ach, Punaro. Wo nimmt uns das Flugzeug auf? Auf einem Feld. Ungefähr 6 Kilometer von hier. Danke. Gina weiß, wo es ist. Können wir den ganzen Weg im Wagen machen? Fast, das ist nicht weit. Ci chiamano. Aus Korsika. Die Maschine wird um 4 Uhr landen.
Was für ein Flugzeug schicken Sie uns? Wie groß? Sie wissen, dass wir vier sind. Ich habe nur einen Wunsch, dass Sie bald kommen und alles vorbei ist. Nur noch eine Stunde. Dann müssen wir uns Lebewohl sagen. Gina, es ist Platz im Flugzeug. Wir sind hier so wenige. Wenn einer ausfällt, entsteht eine Lücke. Das wissen Sie, nicht wahr? Ja, das weiß ich. Suo padre. Grazie, non vedo l'ora. Benvenuti. Entrate. Come va, Picchi? Bene, bene. Signori e signori, la signorina Paul. Was? Das ist nicht Maria! Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Auf dem Friedhof in Perugia. Sie ist vor 6 Monaten gestorben. Nein. Nein, das ist nicht möglich. Sie hat mir noch vor einer Woche geschrieben. Deine Handschrift ist so leicht nachzumachen. Die Miliz! Es hat keinen Zweck. Das Haus ist umstellt. Werfen Sie Ihre Waffen weg und gehen Sie mit erhobenen Händen raus. Ergeben Sie sich. Es gibt keinen Ausweg. Sie scheinen es aber nicht sehr eilig zu haben. Sie können es sich leisten. Wahrscheinlich ist bei Tagesanbruch ein ganzes Regiment da draußen. Eddie, das Glück wechselt. Einmal wir, einmal die anderen. Es gibt einen Ausgang durch den Keller. Nehmen Sie den Professor und Gina und gehen Sie los. Das kann ich nicht tun, Pietro. Kümmern Sie sich nicht um mich, dazu ist nicht der Augenblick. Es wird gleich hell und das Flugzeug kann nicht warten. Warum versuchen wir es nicht zusammen? Weil wir hier bleiben müssen, um zu schießen. Sie sollen glauben, dass wir noch alle hier sind. Geht jetzt! Nein, Pietro! Mein Befehl lautet, dass ich Sie in Ihrer Mission zu unterstützen und Sie sicher wieder hinauszubringen habe. Nehmen Sie keine Rücksicht auf mich. Gina, bringen Sie durch die Falltür hinaus. Das ist ein Befehl. Für Sie auch, Eddie.
Yes, ma. Gina! Nur noch 5 Minuten warten. Aspetti 10 Minuten. Stanno per arrivare. Da kommen Sie! Gina, Mädel, nach dem Krieg. Wer weiß, was dann ist. Ich komme wieder. Dinge ändern sich. Menschen ändern sich. Ich komme zu dir zurück, Gina. Wer weiß. Willst du nicht, dass ich komme? Wenn du es nicht willst, sag es. Sag es jetzt. Gina. Wollen. Mehr als leben. Komm zurück. Komm zurück zu mir. Leb wohl, mein Liebling. Ich komme wieder.